Sie spielten die Kreuzersonate von Beethoven, fuhr er dann fort. Kennen Sie das erste Presto? Kennen Sie es? Rief er. Oh, diese Sonate ist etwas Schreckliches, namentlich dieser Teil. Die Musik überhaupt ist etwas Schreckliches. Was ist das nur? Ich weiß es nicht. Was ist die Musik? Was bewirkt sie? Und wozu bewirkt sie das, was sie hervorruft? Man sagt, die Musik wirke erhebend auf die Seele. Unsinn! Lüge! Sie wirkt auf die Seele. Schrecklich wirkt sie. Ich spreche von mir selbst. Durchaus nicht erhebend. Sie wirkt weder erhebend noch erniedrigend auf die Seele, sondern aufregend. Wie soll ich es Ihnen erklären? Die Musik bewirkt, dass ich mich selber, meine wirkliche Lage vergesse. Sie versetzt mich in eine andere, mir fremde Lage. Unter der Einwirkung der Musik glaube ich, etwas zu empfinden, was ich in Wirklichkeit nicht empfinde. Etwas zu verstehen, was ich nicht verstehe. Etwas vollbringen zu können, was ich nicht vollbringen kann. Ich erkläre das damit, dass die Musik ebenso auf den Menschen wirkt wie das Gähnen oder das Lachen. Ich bin nicht schläfrig, aber ich gähne, wenn ich Gähnende ansehe. Ich habe keine Veranlassung zu lachen, aber ich lache, wenn ich andere lachen höre.